Hallo zu Kika Live. Heute zu Gast Jimmy Blue Ochsenknecht, Michael Keseroglu und Hund Eisen. Aber jetzt begrüßt den Mann, der das Kino praktisch sein Zuhause nennt. Ben! Fahr nicht so dicht dran, Mann. Geht's noch auffälliger? Was denn? Ich fahr unauffällig. Ja klar, 5 Typen in Lederjacken und eine Dogge im Auto. Super unauffällig. Gangs ist ein Film für Freundschaft, Liebe und einfach zusammenhalten. Jimmy Blue ist Mitglied der Straßengang Rocks. Das sind Flo, Jan, Nuri, Rambo und Eisen. Und Chris, der Bruder von Flo, der aus dem Gefängnis freikommt. Rocks ist eine Straßengang und das ist aber nicht so eine typische Gang oder so eine richtige Gangstergang, die nur Scheiße machen, sondern es ist eher so, dass sie ab und zu mal irgendwie ein paar Sachen klauen oder mal eine Schlägerei haben. Das ist eine sehr witzige Gang, aber sehr tollpatschig. Hey, ich bin übrigens Sophie. Hi, ich bin Flo. Geist. Flo's Leben verändert sich schlagartig, als er die Balletttänzerin Sophie trifft. Zwei Welten treffen aufeinander. Du hast dich nicht in die verknallt. Ach, Quatsch. Flo ist ein Rocks. Der verarscht dich bloß. Ich schwör's dir. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle beginnt. Gangs, ein Großstadtabenteuer über Liebe, Freundschaft und jede Menge Action. Schön, dass ihr alle drei ins Studio gekommen seid. Ihr seht ja alle drei im Film relativ gefährlich aus. Was für ein krasser Film, war. Da geht's um Motorradfahren, Lederjacken, krasse Sprüche. Um Liebe, Amore, Knutschen und Gefühle. Tanja, ich möchte mich jetzt mal meiner Gang unterhalten. Ja? dann geh ich mal zu meiner Gang, jo. Okay, sehr gut. Schuss, Schuss. Spaß beiseite. Ihr habt in Berlin gedreht, ne? Ja. Wie fandet ihr da? Ist ja meine Heimatstadt, großartige Stadt, oder? Ja, also ich finde schon großartig und mein Bruder auch, der ist da hingezogen. Ja. Und von daher gefällt es ihm, glaube ich, auch da. Und Berlin als Schauplatz, was sagst du da, einen Film zu drehen? Großartig? Ja, geil. Ja. Geil. Geile Orte auf jeden Fall. Jetzt habt ihr hier so einen süßen Hund dabei, ne? Der baut hier die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Bockmist, weil der will nicht sitzen. Apropos Bockmist, habt ihr früher auch ein bisschen Blödsinn gebaut? Wart ihr mal in einer Gang oder so? Ja, gern gerade nicht, aber man hat halt immer so als Jugendlicher oder als Kind immer so kleine Klicken gehabt. Mhm. Aber so als Gang kann man das nicht so. Und was hast du da angestellt, Michael? Ich war schon immer so ein Lieber, ne? Ja, ist klar. Und du? Ja, also ich hatte in der vierten Klasse haben wir dann so eine kleine Bande gegründet. Das kann man auch nicht Gang bezeichnen, aber haben halt dann auch die Schule angemalt und sowas. Na, um eure bösen Seiten zu entdecken, haben wir jetzt ein kleines Filmchen. Da können wir schon mal reinschauen. Da sieht man euch. Jawohl, der erste Ausschnitt hier. Mit Gangster steht er euch gegenüber. Das ist, glaube ich, so eine relativ typische Situation. Ne? Wobei du, Michael, du bist ja eigentlich ein ganz, ganz Lieber und hast im Theater angefangen. Und genau. Gangs ist eigentlich dein erster Film. Ne? Genau. Was magst du lieber? Theater oder Film? Ehrlich, ja? Theater. Warum? Ich finde, bei Theaterstücken kannst du viel mehr variieren, weißt du? Und als Impro ist halt viel geiler dort so. Film ist halt Schnitt und die Szene ist Ende und ja. Halt, bei Theater kannst du halt viel mehr, du hast mehr Spielraum, weißt du? Jetzt hast du da ja in dem Film, also ich sag mal eher so den bösen Gangster gespielt, ne? Den warst ja auch, hast ein bisschen angegeben mit deinem Hund und der Hund war dann eigentlich ganz, ganz lieb. Das bist du in Wirklichkeit auch, oder? Auf jeden Fall. War es schwierig für dich, so einen Bösen zu spielen? Eigentlich nicht. Man kann's halt, ne? Und Jimmy, wie war's mit dir? Das erste Mal so einen riesen Hund gesehen? Hat er auch Bockmist gebaut hier? Also, Hunde sind meine Lieblingstiere. Mhm. Natürlich habe ich ein bisschen Respekt gehabt, davor habe ich auch immer noch, aber ich habe mich dann schon mit ihm angefreundet. Also. Okay. Und gibt's auch witzige Szenen, weil wenn man mit einem Tier spielt, ich meine, das ist halt kein Mensch, der hört immer nicht ganz so gut, oder? Ja. Also, ja, das kann er am besten erzählen, weil er hat ja den Hund die ganze Zeit. Also, Gott sei Dank habe ich ja privat auch einen Hund und das fiel mir eigentlich nicht so schwer. Mhm. Nur halt, am Anfang muss der Hund sich dran gewöhnen. Mhm.
Na gut. Sabbern tun die, glaube ich, auch manchmal ganz gerne, ne? Ja. Vor allem, als wir alle im Auto saßen, hat er uns alle voll gesauert. Uah, ekelhaft. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir ja einer der Mädchenschwärme überhaupt im Studio. Jimmy Blue Ochsenknecht darf man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen. Und damit die lieben Mädels zu Hause auf ihre Kosten kommen, haben wir natürlich auch noch einen kleinen Filmausschnitt. So, was ist da los? Was macht ihr denn da, Jimmy? Wir küssen uns. Aha, warum macht ihr denn das, Jimmy? Weil es im Drehbuch stand. Habt ihr euch auch ein bisschen verliebt, Jimmy? Nein, haben wir nicht. Ganz und gar nicht, ganz sicher nicht? Ganz und gar nicht, hundertprozentig nicht. Schwörst du es? Ich schwöre auf alles. Weil die Dame ist ja auch ein bisschen bekannt, ne? Ja. Die kennt ihr ja schon eigentlich alle ganz gut, weil, beziehungsweise dein Bruder auch, ihr habt schon einen Film zusammengespielt, Böse genau. Mädchen, da war sie auch schon mit dabei. Jetzt spielt ihr alle zu dritt in einem Film, wie ist denn das? Ja, also ich habe sie da erst kennengelernt und meinen Bruder kenne ich schon komischerweise ein bisschen länger. Echt? Ja, also den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Cool. Und ja, also mit ihm zusammenzudrehen macht natürlich viel Spaß, weil wir auch Brüder sind und es fällt einem dann einfacher mit seinem Bruder zu spielen, als wenn es ein Fremder wäre. Was glaubst du, wenn man so ein böser Gangster ist und dann kommt Liebe dazu? Glaubt ihr, Liebe kann auch, ich sag mal so, die bösen Straßenjungs zu einem netten Typen machen oder ist das völlig unmöglich? Auf jeden Fall. Also Liebe kann, glaube ich, alles machen. Ja? Liebe kann alles machen, dann gibt meine Liebe jetzt mal ab zu Tanja.